Hallo, ihr Lieben, schön, dass wir uns hier treffen. Ich danke euch, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ich möchte das Tagesorakel legen für Donnerstag, den 23.03.2023. Das ist dreimal die 23 hintereinander. Das ist dreimal die 5. Jetzt knipse ich gerade ein Auge für all die, die 5 als Glückszahl, als ihre Zahl erkoren haben. Ihr Lieben, ich möchte euch heute vorweg schon mal danken für eure ganzen, für jegliche Aufmerksamkeiten, die ihr mir entgegenbringt. Es ist so wundervoll und dadurch kann ich auch wachsen und da, ich danke euch wirklich dafür. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass es ein allgemeines Orakel ist. Das kann nicht auf alle zutreffen. Und das kann, muss auch nicht alles auf dich zutreffen. Vielleicht ist es nur der eine oder andere Teil. Und es gibt auch keine Zeit. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier nochmal deutlich sagen soll, dass gerade dieses Orakel hier heute total zeitlos ist. Zeit gibt es in der spirituellen Welt generell nicht. Insofern ist jedes Orakel zeitlos. Aber dennoch, ja, man steckt es ja schon in die Tagesenergien, in die Wochenenergien, in die Neumondenergien. Aber tatsächlich ist es zeitlos. Wenn du es in 2 Jahren erst findest, dann hat es dich genau jetzt gefunden. Nicht du hast es gesucht, sondern es ist zu dir gekommen. Und dann sage ich auch herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bedanke mich für euer Abo. Klickt das Glöckchen, damit YouTube euch informiert, wenn ich was hochgeladen habe. Und ich bedanke euch mich für euer Like und für euer Teilen meiner Orakel. Ich lege heute mit 3 Lenormand-Karten-Decks. Und das ist die erste Karte, die rausfällt. Und das ist nur eine. Das ist der Magier. Und wir schauen rein. Hier habe ich das Ass der Kelche. Die 2 der Stäbe und die Gerechtigkeit. Zum Schluss ist es der Turm. Wenn die Karten bei mir in Schieflage liegen, dann lasse ich sie genauso liegen, weil das bedeutet für mich, dass hier die Energie arbeitet. Das ist übrigens das Tarot der neuen Zeit von Linda Giese. Das hier ist das Licht- und Schattentarot aus dem Angelina Schulz Verlag. Und was ich dann noch nehme, das weiß ich noch nicht. Ich mische so lange die Karten, bis eine rausfällt, bis mindestens eine rausfällt. Das ist für mich das Zeichen, dass hier der Kartenstapel, seht ihr, die wollten nicht was. Genauso richtig liegt, wie er jetzt liegt. Die 5 der Kelche, ihr Lieben. So, was haben wir denn hier jetzt? Wir haben die 8 der Kelche, die 9 der Stäbe und wir haben die Liebenden. Und unten drunter ist es die Königin der Münzen. Ich liebe diese Karte. Die sitzt so gechillt da an diesem Platz. Dieser Person geht's gut. Und ich nehme jetzt hier noch das Tarot von Rider-Waite aus dem Königshof Torania Verlag und da ist die Wunscherfüllung rausgefallen. Und seht ihr, das ist wie so. Ja, keine Ahnung. Alle 3 Energien arbeiten. Hier haben wir die Gerechtigkeit, der Tod. Das ist keine schlechte Karte, ihr Lieben. Und wir haben das Rad des Schicksals. Drunter haben wir nochmal die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe ist einmal die zentrale Karte und sie ist hier zum Abschluss die Karte. Und ganz klar, das, was diese beiden Karten jetzt hier verbindet, ist der Tod, das Rad des Schicksals. Hier die 9 der Stäbe und hier die 9 der Stäbe. Diese Belastung, die 9 der Stäbe steht für das Burnout. Das geht hier in den Verlust. Und zwar so, dass es hier das Rad des Schicksals, dein Rad des Schicksals neu sich drehen lässt. Und hier geht es auch nochmal in den Verlust. Also das ist das, was diese Karten verbindet. Und das kommt mir ganz stark hier rein. Oben drüber haben wir die 2 der Stäbe. Diese Person hat einen Stab in der Hand und diese Person hat auch einen Stab in der Hand. Die Stabkarten sind immer die Macherkarten. Das sind die Karten, hier wird jetzt etwas umgesetzt, etwas in die Tat ausgeführt oder in der Tat, also in die Tat gebracht beziehungsweise ausgeführt. Ich sprudel gerade schon wieder so rüber. Also tatsächlich dieses Burnout. Ich weiß nicht, ob es für dich gilt oder für dein Gegenüber.
Dieses Burnout geht in den Verlust und du siehst jetzt hier die Möglichkeiten, dass du immer zwei Möglichkeiten hast. Du kannst da bleiben, wo du bist. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn du das möchtest, dann bleib da. Die Möglichkeit besteht. Es gibt aber auch die Möglichkeit hier hinter dir. Das ist das Ändern. Das ist die andere Möglichkeit. Du hast hier die Weltkugel in der Hand. Dir steht die Welt offen. Du kannst alles machen, was du möchtest. Ich weiß, viele sagen jetzt, das ist leichter gesagt. Wenn du das so siehst, dann ist das so. Ich will euch jetzt noch was sagen. Ich habe hier die Karten liegen. Hier haben wir auch die 9 der Stäbe. Und das ist ja jetzt ein Kartendeck von Matt Hughes, das Ethereal Vision. Das hat jetzt hier am Rand gelegen. Das sind die Karten, die ich immer nehme, wo ich aussortiere. Aber tatsächlich haben wir hier dreimal die Belastung, dreimal das Burnout. Und das geht jetzt in den Verlust. Ich bin versucht, diese Karten heute hier mit zu integrieren in diese Neunerlegung, weil es ganz wichtig ist, dass diese Karte hier mit dieser zusammengesehen wird. Die 5 der Kelche, das ist die Karte, dass man sich nur auf das konzentriert, was nicht mehr im Leben ist. Hier schaut man nur auf das, was vergossen ist, was gestern war, was doch mal so schön war. Wir hatten doch mal ein Haus, einen weißen Gartenzaun und eine gute Nachbarschaft. Wo ist denn das hin? Es war die Zeit für genau das, für das Haus mit dem weißen Gartenzaun und der guten Nachbarschaft. Und diese Zeit ist jetzt vorbei. Und das solltest du einfach so sehen. Und vielleicht ist das dein Burnout. Diese Erkenntnis, dass es vorbei ist. Dann nimm es doch so an. Freu dich auf das Morgen. Weil du gehst hier mit dem Wissen, dass du das hattest, in eine neue Zukunft. Und diese neue Zukunft, du kannst die selbst gestalten, indem du jetzt positiv darüber denkst. Wenn du jetzt versinkst in diesem, was nicht mehr ist, dann wirst du immer im Morgen, im Gestern also bleiben. Und zwar nicht nur mit deinen Gedanken, das ist auch dein Herz, was im Gestern bleibt. Das ist das, was dich hier in das Burnout geführt hat und in die Unzufriedenheit. Geh diese neuen Wege, geh sie ganz bewusst und geh sie voller Gefühl. Schau nicht, dass du die Vergangenheit, weil du so sehr daran hängst, dass du das Gefühl immer noch mitträgst in das Morgen. Nein, schließ es ab. Du bekommst hier Hilfe von oben. Der Magier, das ist der, dem alles zur Verfügung stellt. Das hört sich immer so nett an, aber ich sage euch mal, was ihm alles zur Verfügung steht. Und zwar sind es die Stäbe mit der Tatkraft. Es sind die Schwerter mit den Gedanken. Es sind die Kelche mit den Gefühlen. Und es ist die Münze mit dem finanziellen Hintergrund. Und hier geht es, oder mit dem, was du anfassen kannst. Und das kann jetzt auch einfach dein Partner, deine Tochter oder ein lieber Mensch in deinem Umfeld sein, den du in den Arm nehmen kannst. Und wie viele Menschen haben das nicht? Sei dankbar dafür, du das hattest, dass du das erleben durftest, dass es in deinem Leben überhaupt war und dass du das als deine Vergangenheit wertschätzen darfst. Und dann nimmst du dieses Burnout, diese Burnout-Karte, die ja jetzt hier wirklich ja, durch das ganze Kartendeck führt. Und dann nimmst du diesen Stab und hier, der hat auch den Stab in der Hand. Er hat den Stab in der Hand und er hat den Stab in der Hand. Und dann siehst du das als den Stab für die Möglichkeit, die du jetzt nutzen kannst. Dass du jetzt deine Zukunft gestalten kannst. Dass du sagst, okay, das war das, das war schön,
Aber jetzt kommt einfach was Neues, weil es an der Zeit ist. Stellt euch mal vor, wir wären im 19. Jahrhundert stecken geblieben. Also ganz ehrlich, liebe Frauen, wollt ihr immer noch die Wäsche am Fluss waschen und das schön, ja, macht, was die Damen damals machen mussten, was die Herren gesagt haben. Ich bin für jede Veränderung froh und sie muss auch sein. Veränderung ist wichtig. Stillstand ist der Tod. Und hier kommt jetzt Veränderung rein. Ich habe hier einmal die Wunscherfüllung und es geht hier und die Energien arbeiten ja. Der Magier, das ist einfach die Erkenntnis, das ist die Hilfe von oben, dass du auch die Hilfe von oben erbitten darfst. Sprich mit den Engeln. Sag bitte, dass sie dir helfen sollen, aus dieser Energie rauszukommen. Und dann schicken sie dir, und jetzt nicht falsch verstehen, wenn ich das sage, sie schicken dir den Tod des Burnouts. Und dein neues Schicksal, siehst du, wie es sich bewegt? Dein neues Schicksal kommt in Gang. Und du kommst in die Leidenschaft und du kommst in deine Ruhe. Wir haben hier die Gerechtigkeit, und das finde ich jetzt sehr interessant. Diese Gerechtigkeit hat das Schwert nach unten in die Liebenden. Und diese Gerechtigkeit hat das Schwert nach oben in den neuen Weg, in die neuen Gefühle. Ja, der Turm ist die Karte, dass alles zusammenbricht. Es bricht alles zusammen, weil dir hier dein altes Leben genommen wird. Und ich habe nicht das Gefühl, ganz ehrlich, dass du eine Wahl hast. Ich sage zwar hier, du hast die Wahl, das zu nehmen und das zu, du kannst da bleiben, aber wir sind hier in den Energien und in der Zeit, dass der Wandel jetzt kommt. Und ich sage es nochmal, es kommt darauf an, wie du das vorbereitet hast. Wenn du in diesem schwarzen, in dieser schweren Energie versinken willst und das vorbereitet hast und immer nur daran denkst und in dieser Vergangenheit bleibst, das ist die eine Möglichkeit. Oder du hast gesagt, okay, ich ziehe meine Schuhe an oder aus jetzt hier in dem Falle und ich gehe in die Zukunft, egal was sie mir zeigt. Und du gehst mit Leidenschaft. Du kommst wieder in deine Leidenschaft. Das ist der andere Stab. Aber deine Vergangenheit wird hier zusammenbrechen. Sie wird nicht mehr so bleiben, wie sie war. Und vielleicht bringt dich das in dieses Burnout. Aber sei sicher, es musste so sein und es muss so kommen, damit der Wandel kommt, damit du wieder in deine Leidenschaft kommst. Also auch wenn dieses Burnout, diese Burnout-Energie hier wirklich sich durchzieht, und sogar die zentrale Karte ist diese 12er-Legung, dieser 15er-Legung, kann ich ja fast sagen. Es ist die zentrale Karte und es passiert jetzt. Jetzt stürzt das Alte ein. Und was mir noch gerade so reinkommt, das ist, wenn du, oh, ganz schwer, Schüttelfrost habe ich jetzt hier fast, wenn du über jemanden schlecht geredet hast. Das kommt jetzt raus. Das bricht ein. Dein Kartenhaus, wie du es aufgebaut hast, das bricht ein. Wenn du etwas vorbereitet hast, was jemand anderem schadet, wenn du irgendwo gelogen hast, ich sage jetzt mal in einem Sorgerechtsstreit oder so, das kommt jetzt raus. Die Gerechtigkeit greift, sie greift von oben nach unten und sie greift von unten nach oben und sie greift überall. Es ist so, dass jetzt hier das, du bekommst das, was du vorbereitet hast. Und meine Kamera wackelt hier die ganze Zeit und tatsächlich ist es wirklich so, du bekommst das, was du verdienst. Und mit dem Satz möchte ich das beenden. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.